Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Bunker Hill. Ja, und wir haben uns das fast so gedacht, wobei ja. Mir... Was heißt denn hier ja? Wobei mir diese Ecke hier noch nicht ganz so gut gefällt, aber wie ich schon in der letzten Folge sagte, so richtig werden wir das hier wohl nie hinbekommen. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendetwas einsetzen können. Also sowas hier zum Beispiel. Ja. Das andere geht gar nicht. Oder so ein Gitter vielleicht. Das geht auch gar nicht. Hey, doch, das könnte klappen. Klappt doch. Ich möchte nicht wissen, wie das jetzt von unten aussieht, ob das hier vorne irgendwo rauskommt. Vorne rauskommen glaube ich eher nicht. Holz wäre zwar schöner, aber so kommt vielleicht auch ein bisschen Licht mal unten rein. Da können ja auch noch vielleicht ein paar Tatos oder sowas pflanzen. Wachsen, meine ich. Tato-Pflanzen. Ja, das bleibt ja hier so offen. Anders lässt sich das hier nicht regeln. Auf dieser Seite auch. Dann denke ich doch, können wir versuchen, das hier zuzubekommen. Ach so, doch, dieses... Da steht ja schon jemand auf dem Dach. Warum nur? Wie ist sie da hingekommen? Gruselige Frau. Nicht mit Glas anfangen. Aber Glas wäre hier schön. Ich sehe gerade, wenn man hier so rausgucken könnte, das hätte ja schon was. Ja, dann kann man hier vor die Tür gehen und hier rausgucken. Ist doch viel schöner als Glas jetzt. Für den Anfang müsste das so dann reichen. Doch genau, wie machen wir das hier weiter? Ach, da wird der Baum im Weg sein, vielleicht? Ja, vielleicht, man weiß es noch nicht. Schwer ranzukommen. Oder sogar gar nicht ranzukommen. Hey, du hast ja was entdeckt. Hier kann man ja doch drunter hergehen.
geht's nicht weiter, wie du entdeckt hast. Selber schon. Jetzt kommst du hier nicht mehr raus, was? So schnell nicht. Wir bauen dich hier schon ein, keine Sorge. Wir sind ja jetzt hier. Ach. Aha. Prima. Naja, man kann nichts damit anfangen, aber es sieht vielleicht besser aus so. Nur für die Optik. Hier oben wird wahrscheinlich sowieso niemals jemand gucken. Und da vielleicht auch nie. Schade, ich hätte das gerne noch darunter gequetscht irgendwie. Das Kleine geht ja, vielleicht reicht das Kleine. Ja, lassen wir das erstmal so. Ich glaube, das sieht man von unten später sowieso nicht. Man bekommt das hier sogar zu an der Seite. Ja, das sind so Feinheiten, das kann man, denke ich, später auch noch machen. Es soll ja hier oben auf dem Stoffdach, da soll auch nicht unbedingt irgendjemand herumlaufen, so wie sie das jetzt tut. So, das kann nicht gehen, weil ich weiß schon warum. Aha. Ja gut. Damit ließe sich doch eventuell irgendetwas anfangen. Vielleicht.
Na, oh. Oh, schon gut, schon gut. Ja, warum nutzen wir das denn hier eigentlich nicht? Das ist doch fast so Wellblech, so ein Dach, komisches. Wir fallen irgendwo hin. Oh, wie schön hier. Ist mal was Neues. Man könnte das eventuell hier aber auch gleich zu machen. Die Schräge. Oder wir versuchen so etwas hier nochmal. Nein. Da lässt sich leider unten rein nichts mehr setzen. Mhm. Im Moment geht es ja, glaube ich, nicht anders. Dann lassen wir das erstmal so. Und gucken, ob wir hier oben noch ein Dach drauf bekommen. Dort. Und wie wir das hier dann machen mit der Treppe und so weiter. Nochmal, halbe Treppen oder so etwas gibt es ja nicht. Ja, kümmern wir uns mal um die Treppe. Vielleicht reißen wir die auch komplett wieder ab nachher. Wenn wir das nicht so richtig hinbekommen. Also eine Tür zum Beispiel bekommen wir ja schon mal nicht da rein. Und das hier bis nach unten ziehen können wir höchstwahrscheinlich auch nicht. Aber müssen wir vielleicht auch gar nicht. Oh, aber vielleicht auch doch. Vielleicht aber auch nicht. Finde ich jetzt doch irgendwie etwas angenehmer, weil das Fenster frei ist, aber dann bekommen wir doch bestimmt auch so eine Holzplatte da rein. Das sieht bestimmt ein bisschen hübscher aus. Holz. Oh. Holz geht nicht. Zwei kleine Holz. Nein, leider auch nicht. Na ja, dann das eben. Och, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, denn das Fenster ist ja wenigstens frei. Wenn man diese Ecke hier auch noch zu bekäme. Also das hier alles. Von mir aus hiermit auch. Echt? Das passt. Ja, was will man denn mehr? Ist doch alles. Geht doch mal. Haut doch mal. Oh, das passt. Na gut, hier die Ecke ist so ein bisschen brüchig, aber obendrauf gefällt mir das. Aber wie machen wir das mit der Treppe, dass die hier rauskommt? Da müssen wir auf irgendeiner Etage wenigstens eine Tür haben, zum Beispiel. Oder können wir das komplett verkleiden irgendwie? Das wird wohl
Ich weiß nicht, wird das klappen? Es kann auch ruhig so offen bleiben. Also optisch passt das ja, finde ich, doch schon so. Mit dem Zaun hier unten. Die rostigen Treppen. Allerdings so ein bisschen, ja doch, so ein bisschen zu könnte es ruhig sein, so treppentechnisch. Geschlossener hier, die ganzen Seiten. Weil mir das oben dann noch nicht ganz so gut gefällt, obwohl mit den Fenstern und so, dass man die Fenster, dass die doch frei sind hier an der Stelle. Und hier auch. Ja gut, man kann sowieso nicht durchgucken, aber es, finde ich, es sieht aus. Ein bisschen. So mit den Möglichkeiten, die man hat, finde ich, geht das schon. Ah, gut, auf dieser Seite müssen wir natürlich auch noch gucken. Man bekommt die Tonnen nicht weg. Vielleicht, oh, versuchen wir das mal gleich hier. Ja? Vielleicht bekommen wir das ja mit großen Wänden hier verdeckt alles. Wir nehmen diesmal keine, wir wechseln gar nicht, weil das wollen wir da nicht sehen, was sich dahinter verbirgt, so groß. Dachte ich mir. Och, echt? Das geht? Der Hampel, muss der hier rumstehen die ganze Zeit? Geh doch mal, hau doch mal. Mach doch mal. Nicht gucken. Da. Hallo. Was machen wir mit dem? Hier, Moment mal. Wir haben was für dich. Zuweisen machen wir sowieso dann später. Oh, will er nicht? Okay. Der Frau zuweisen? Ja. Wäre doch gut. Ach, hau doch mal da, geh doch mal. Mach weg dich. Mach dich weg hier, wollte ich damit sagen. Alle sind ja fleißig und du stehst nur da oben rum. Geh doch mal, hau doch. Wenn ich das noch einmal sage, dann springe ich vor die Wand. Tja, die sind alle beschäftigt mit irgendwas. Sollen wir jetzt extra für ihn hier noch was aufbauen? Scheinbar schon. Oh nein, was ist das? Ein warmer Föhn? Alle Fenster sind zu und gerade kam hier so eine Hitzewelle rein. Aus der Küche bestimmt. Aber die Tür ist doch auch zu. Ja, durch das Schlüsselloch, wo Hitze überall durchkommt. Das weiß man ja nicht. Aber das hat doch richtig geblasen. Ja, du bildest dir das ein, das kommt wieder... Oh nein, jetzt geht das mit der Hitze wieder los. Ja, da dehydriert jemand schnell. Wasser trinken. Oh ja. Verträgt die Hitze nicht. Ach. Yippie. Wie haben wir das dann geschafft? Er ist weg. Yeah! Geschafft! Hinfort mit dir! Du Behuteter. Mit Hut. Ach, wie auch immer. Nee. So, die Hitze. Ich weiß ja gar nicht. Wieso wird das jetzt auf einmal? Sonntagmorgens um 9:15 und 20 vor. Und ich habe gerade gemerkt,
Ich wollte noch sagen, ach, das geht ja eigentlich mit der Hitze, aber das kann doch so schlagartig jetzt nicht auf einmal so warm werden, dass man da einen richtigen... Na, ich bin sofort nass geschwitzt. Ja, mal sehen, was man hier noch so machen kann. Moment, das geht. Oh, sieht aber nicht aus. Da wäre sowas schon eher was. Du. Wir finden noch was anderes an dieser Stelle. Kaputte Wand. Voila. Das geht. Das, ja. Wenn wir das unten noch schön zubekommen, dann geht das. Wäre mir jetzt fast schon egal, wenn man sich das da unten reinsetzen lässt. Nein, lässt es aber nicht. So ein Holzdingen auch nicht, aber fast. Und das Kleine? Auch überhaupt nicht. Ah, guck mal an. Was haben wir denn da Schönes? Ach, da kommt ja nicht mal was durch. Schick. Wow, echt. So mit der Hitze meine ich, das geht jetzt auf einmal total rund hier. Oh, nein. Ja, liebe Welt da draußen, wir sind sowieso am Ende der Folge. Vielleicht schaffen wir heute in dieser Aufnahmesitzung also noch eine Folge, dass wir die noch aufnehmen, aber dann wird die Platte sowieso voll sein. Das heißt, wir müssen gucken, wann wir demnächst wieder Zeit zum Aufnehmen haben. In den nächsten Tagen, Wochen wahrscheinlich nicht. Ja, in den nächsten Tagen sowieso nicht. Das Wochenende ist fast vorbei. Und dann vielleicht... Hallo, wie bist denn du da runtergekommen? Ja, dann vielleicht in so ein paar Wochen. Mal gucken, eine geht bestimmt noch. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Moment mal. Für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Wir müssen was unternehmen, damit diese Raider-Angriffe aufhören. Tschüss.